Schönen guten Tag, ich bin der Sven und ich begrüße alle modellbahninteressierten Zuschauer auf meinem Kanal. Alle anderen natürlich auch. Heute ist wieder Rödelmittwoch. Ja, wir wollen heute oben am Regalbrett weitermachen. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das gerade schon sehen kann, ich habe das schon mal ein bisschen eingeräumt. Ich habe tatsächlich Schienen bekommen, Gleise. Und zwar hat sich der Hartwig bei mir gemeldet. Grüße gehen raus, wenn du das siehst. Aus Köln. Ja, hat gesagt, ich habe da noch ein paar bei mir rumliegen. Wie viel willst du haben? Ja, dann hat er ein Päckchen fertig gemacht. Ja, und dann ist es hier angekommen am, ich weiß nicht, war es Samstag oder war es Freitag? Nee, es war Samstag. Und ja, so ein paar Schienen da hinlegen ist ja recht fix gemacht, ne? Und ja, echt coole Geschichte. Danke nochmal. Was ist jetzt denn passiert? Mein Gott. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gucken uns die ganze Geschichte mal an, was ich da schon so fabriziert habe, ne? Bis später. So, wollen wir mal gucken. Hier wäre das gute Stück. Ich habe hier schon die Gleise draufgelegt. Ich habe die jetzt noch nicht befestigt. Das sind wahrscheinlich bessere Gleise, als auf meiner ganzen Eisenbahn verbaut sind. Also fand ich das irgendwie ein bisschen schade, die hier irgendwie drauf festzukleben oder irgendwas. Wer weiß, vielleicht kann ich die ja nochmal irgendwann irgendwo gebrauchen, wenn ich irgendwas umbauen möchte. Ich weiß es noch nicht so genau. Wie gesagt, ich fand es erstmal noch viel zu schade. Die liegen hier super. Verrutschen tun sie nicht. Da reißt ja eh keiner dran herum. Es liegt erstmal so. Ist erstmal so gut. Ja, wie gesagt, das sind die drei Gleise. Hinten ist noch Platz für noch mehr. Man kann die auch noch näher aneinander rücken, wie man will. Aber erstmal die drei reichen. Ja, erstmal ausbauen ist ja immer noch gut, wenn man das kann, ne? Ja, soweit, so gut. Jetzt kamen einige Fragen auf. Und zwar, erst kam die Frage auf, warum machst du das obere Regalbrett, also das hier, nicht noch ein bisschen tiefer? Da kommen sie besser dran. Also, ich habe das jetzt so ungefähr auf Augenhöhe, ne? Man sieht, man kommt überall dran, ne? Ich komme hier bequem hinten hin. Ich kann alles erreichen. Alles gut. So, wenn ich das jetzt tiefer machen würde, würde ich genauso gut dran kommen. Problem ist, wenn ich jetzt hier runter gucke, wenn das tiefer wäre hier, ich denke mal hier, müsste ich mich hier noch mehr bücken, um hier da dran zu kommen und irgendwie da reinkriechen. Und ja, ich glaube, das wäre ein wenig schmal. Und das hier kann ich nicht tiefer machen, weil das ist ja hier im Untergrund an meine Eisenbahn angeschlossen, ne? Ja. Also, soweit, so gut. Nächste Frage. Warum hast du da Kork hingemacht? Ja. Man sieht, ich habe hier Kork drauf gemacht. Die Antwort ist, weil ich es kann. Ich hatte den Kork noch da. Ich fand das jetzt sauberer, wenn ich da den Kork drauf mache, als wenn ich das so lose. Ich habe da, ihr habt das ja wahrscheinlich gesehen, ich habe da so kurze Bretter drauf geschraubt, damit ich hier ein bisschen mehr Breite habe und das alles ein bisschen stabiler wird, weil von unten, wenn man von unten guckt, ich weiß nicht, ob man das sieht, sind das hier solche rauen
Bretter und, ach ja, hier sieht man das. Einmal wurde das Ganze noch ein bisschen länger nach vorne raus und zum anderen nach hinten verband es da diese beiden Bretter, ne? So, und diese, das wollte ich halt alles abdecken, dass es eine saubere Oberfläche ist, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt hier hinten noch ein bisschen Platz, da kann ich noch, was weiß ich, vielleicht da die Gebäude, vielleicht setze ich das da noch hin, ne? Ja. Mein Bruder sagte noch, mach die scheiß Tapete da hinten weiß. Nein, die lasse ich so. Das soll ja nicht zum Film sein. Das ist ja eigentlich nur jetzt, dass ich es zeige. Das ist ja eigentlich quasi hinter den Kulissen. Ne? Es geht ja eigentlich hier um die Eisenbahn und nicht hier um das Abstellregal. Ne? Ja. Gut, haben wir noch was? Also, ja, wie gesagt, drei Schienen, drei Gleise. Schienen sind es mehr, ne? Ja, drei Gleise. Ja, erstmal reicht's. Auf dem hinteren, man sieht hier gerade schon, sind die amerikanischen Wagen. Ich würde gerne noch ein paar mehr haben. Wahrscheinlich mal gucken, ob ich in der nächsten Zeit noch mal ein paar amerikanische Modelle sammeln kann, bekommen kann, irgendwoher. Mal gucken. Um den Zug ein wenig zu vergrößern. Ja, hier vorne sind noch ein paar andere Wagen, die halt unten hier überall keinen Platz mehr hatten. Das Regal, ich weiß nicht, wie voll das wird. Ich habe noch ein paar Waggons auf der Strecke, die hier rein müssen. Mal gucken, ich weiß es nicht genau. Wir werden es dann sehen. Ja, so viel dazu. Ne? Also Regal nicht tiefer, weil dann habe ich hier unten keinen Platz mehr. Und Kork ist keine Schalldämmung, es ist eher als optische, ne? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ja, so viel dazu. Tja, da bin ich wieder. Heute wird man nur gequasselt, nicht gebastelt. Ne? Muss auch mal sein zwischendurch. Was soll ich euch zeigen, wie ich da ein paar Schienen hinlege und Waggons drauf stelle. Das bringt es, glaube ich, nicht so wirklich. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich traue mich gar nicht richtig festzumachen, zu kleben oder sonstiges. Wenn ich mal irgendwo hier gucke, vielleicht mache ich mal irgendwas neu, baue was um oder was auch immer. Ich glaube, die Schienen sind besser als alles das, was ich hier jemals verbaut habe. Es sind Peco Code 55. Wie gesagt, bis jetzt habe ich solche noch nicht verbaut. Wahrscheinlich tausendmal besser. Ne? Sie liegen fest da oben. Kann ich noch verrücken, falls noch mal ein Gleis hinten hinterkommt. Wie gesagt, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Hartwig, nochmal für die Schienen. Tolle Sache. Und ich würde die Sache damit abschließen. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, dann werdet ihr automatisch
benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. In diesem Sinne würde ich sagen, habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Sonntag. Macht's gut, bis dahin und tschüss.